Beim bisher größten Erfolg nach Ende seiner aktiven Laufbahn konnte sich Peter Stöger unter anderem auch auf ihn verlassen. Roland Linz wurde im Meisterjahr 2006 zum ersten Mal Torschützenkönig. Trotz Wiederholung dieses Erfolgs in der abgelaufenen Saison fehlt er, wie schon gegen die Admira, auch heute in der Startformation. Aber auch ohne Linz gibt es in Wien heute viel Österreich. 20 der 22 Spieler sind österreichische Staatsbürger. Und warum Tomáš Jón und Nasser Barasit zu Recht die Ausnahme dieser Regel bilden, zeigen der Tscheche und der Niederländer gleich in der Anfangsphase. Unmittelbar darauf ist der Arbeitstag für Manuel Ortlechner auch schon wieder beendet. Der Austria-Kapitän muss nach 6 Minuten mit einem Muskelfaserriss vom Platz. Für ihn kommt Emir Dilawer. Eine Umstellung, die für kurze Zeit den Angriffsschwung der Austria bremst. Vielleicht macht sich aber auch nur die Aggressivität der Mannschaft von Peter Stöger bemerkbar. Und die Niederösterreicher unternehmen auch etwas in Sachen Offensive, sind zunächst durch Standardsituationen gefährlich. Šimković mit diesem guten Freistoß, den Suttner in den Corner rettet. Der darauffolgende Eckball. Wieder kommt Šimković an den Ball. Und Günter Friesenbichler mit einem versuchten Kopfball nach rund 20 Minuten. Im Gegenzug die Antwort der Wiener ebenfalls aus einer Standardsituation. Grünwald mit diesem Freistoß, Junuzović mit der schnellen Reaktion. Der Ball wird noch gefährlich von Christian Ramsebner abgefälscht. Die Austria jetzt spielbestimmend, nach rund einer halben Stunde der nächste vielversprechende Versuch von Barasit. Wiener Neustadts Abwehr lässt den Niederländer praktisch ungehindert zum Kopfball kommen. Trotzdem bleiben die Niederösterreicher immer gefährlich. Pollhammer mit diesem guten Schuss, Heinz Lindner mit einer guten Reaktion. Anders als in der nächsten Szene. Abstoß von Jörg Siebenhandel in der Neustadt mit dem Versuch, einen Angriff aufzubauen. Das Ganze wirkt nicht wirklich gefährlich, auch nicht, als sich Wolfgang Klapf eher aus Verlegenheit zu einer weiten Flanke entschließt. Das 0:1 nach 37 Minuten durch Tomáš Šimković. Vor allem die Folge einer Fehleinschätzung von Heinz Lindner. Er entschließt sich zum Herauslaufen. Und das alte Torhütergesetz, dass man dann den Ball auch erobern muss, kennt wohl auch Teamchef Marcel Koller. Die Austria liegt trotz der besseren Chancen 0:1 zurück und dabei bleibt es bis zur Pause, auch weil Markus Suttner mit diesem Gewaltschuss an Wiener Neustadt-Goalie Siebenhandel scheitert. Nach Seitenwechsel sind keine 2 Minuten gespielt, ehe eine der Schlüsselszenen dieses Spiels passiert. Grünwald mit dem Pass für Jón und der mit einer Flanke. Und dann geht's los. Allgemeine Verunsicherung, dann die Entscheidung von Schiedsrichter Gangl. Tor für die Austria, 1:1 nach 47 Minuten. Laut Assistent Klaus Strasser war der Ball bei dieser Flanke von Jón hinter der Linie. Und Peter Stöger ist höchst irritiert. Ob der Ball wirklich hinter der Linie war, lässt sich aus keiner Kameraeinstellung wirklich beweisen. Tendenziell liegt das Schiedsrichterteam mit der Entscheidung jedoch falsch. Wiener Neustadt geschockt und die Austria mit dem geglückten Versuch, diesen Schockzustand auszunützen. Das 2:1 nach 52 Minuten durch Nasser Barasit. Beim Pass von Jón verschätzt sich Madl völlig und ermöglicht dem Niederländer Saisontor Nummer 8.
In dieser Phase des Spiels Wiener Neustadt nicht vorhanden. Die Austria kommt zu einer Reihe von Torgelegenheiten. Hier die Wiener nach einem schnellen Konter in Überzahl. Dennoch scheitert Parasit an Siebenhandel. Der nächste Versuch, eingeleitet durch ein herrliches Ferschel von Jung, diesmal scheitert Grünwald. Vielleicht wäre auch der Pass auf den freien Parasit die bessere Lösung gewesen. Und dann haben die Violetten auch noch Pech. Bei dieser Aktion von Schicker gegen Gorgon im Strafraum hätte man durchaus auch Elfmeter geben können. In jedem Fall scheint das Spiel nach 75 Minuten gelaufen. Parasit schont sich für das Euroleague-Spiel am Mittwoch in Kharkiv. Roland Linz kommt immerhin zu einem Kurzeinsatz. Wiener Neustadt in Hälfte 2 offensiv harmlos. Ein Beispiel dieser Schuss von Evseev. Es läuft bereits die Nachspielzeit. Grünwald auf Linz. Und der scheitert an Siebenhandel. Der allerletzte Angriff. Simkovic trabt eher durch die Gegend und sieht den völlig freien Lindner. Und der hat auch keinen Mangel an Anspielpartnern. In der 92. Minute das 2:2. Günter Friesenbichler steht nach Pass von Ramsedner völlig frei im Strafraum und darf sich zweimal gegen Lindner versuchen. Ein glückliches Unentschieden für die Niederösterreicher. Michael Bacher mit den Stimmen zum Spiel, vor allem natürlich zum Ausgleichstor der Wiener Austria.